Das ist SED und das bleibt SED. Wenn ich einen Schutthaufen habe, dann bleibt das ein Dreckhaufen. Das haben zu viel Mist gemacht. Die Leute haben erstmal die Schnauze voll von dem Roten. Denn die können wir nicht mehr gebrauchen, denn die sind unfähig. Das haben sie 40 Jahre bewiesen. Diese Partei hat so viel Verbrechen begangen, dass sie auch verboten werden müsste. Mit diesem Fernsehspot wirbt die Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS, um neues Vertrauen bei den Wählern. Aus diesem Büro wurde unser Land einmal regiert. Von einem Mann, der den Bezug verloren hatte zu der Welt, die ihn umgab. Dem haben wir ein Ende gemacht. Der demokratische Neubeginn in unserem Land ist auch ein Neubeginn mit einer Partei des demokratischen Sozialismus. Mit der endgültigen Absage an stalinistische Strukturen, Mechanismen und Dogmen. Die Zukunft in unserem Lande wird von den Bürgerinnen und Bürgern in freier Selbstbestimmung und durch gemeinsame Arbeit gestaltet. Wir wollen diese Zukunft aus Verantwortung mittragen. Die neue alte Parteizentrale in Gera. Nichts erinnert mehr an die ehemalige SED. Mit neuem Programm und aufpoliertem Image geht die PDS auf Stimmenfang für die Volkskammerwahlen. Von früher 2,3 Millionen schrumpfte die Zahl auf 500.000 Parteigenossen. Wer aber hier nur ein kleines Häuflein treuer Parteiveteranen vermutet, irrt. Ist denn die PDS für Sie noch eine wählbare Partei? Das ist nicht noch eine wählbare Partei, sondern sie ist wieder zu einer wählbaren Partei geworden, nachdem es am Anfang einige Unklarheiten gab für mich. Wissen Sie schon, was Sie wählen? Ja, ich wähle PDS. Sind Sie Mitglied? Ich bin Mitglied. Hat sich so in den letzten Monaten für Sie was verändert in der Partei? Oder? Ja, die Partei ist in meinen Augen vollkommen neu. Also die alten Kräfte sind nicht mehr am Ruder. Wenn man hinguckt, sieht man neue, junge, dynamische Leute. Und ich glaube, Gysi ist ein Top-Mann und Motro ist eigentlich ein sehr glaubwürdiger Politiker. Wie lange sind Sie schon Mitglied? Vom Prinzip her seit einem Monat. Oder wenn man so sagen will, mit dem ersten Gründungsparteitag. Mhm. Waren vorher kein SED-Mitglied? Doch, ich war SED-Mitglied. 10 Jahre lang. Mhm. Und hat es für Sie da so einen Bruch gegeben? Auf jeden Fall einen Bruch gegeben. In der Sicht, dass ich mich jetzt in dieser Partei wirklich zu Hause fühle. Endlich ist es soweit. Das Warten hat sich gelohnt. Gregor Gysi ist der Star seiner Partei schlechthin. Von Beruf Anwalt hat er im SED-Staat Oppositionelle und Regimegegner vor Gericht vertreten. Er gehört nicht zur ehemaligen Parteiprominenz und hat daher eine politisch reine Vergangenheit. So symbolisiert er wie kein anderer den Wandel von der SED zur PDS. Gregor Gysi hat sich in den 3 Monaten seines Parteivorsitzes zum geübten Wahlkämpfer entwickelt. Kamerafreundlich gibt er Autogramme, lässt sich feiern und tätschelt Kinder. Im Gegensatz zur alten, eher unnahbaren SED-Führungsspitze ist der neue PDS-Vorsitzende ein Politiker zum Anfassen und trifft damit sehr genau das Bedürfnis seines Publikums. Herr Gysi, auf welche Wählerinnen und Wähler hoffen Sie am 18. März? Also wenn Sie damit bestimmte Berufs- oder Altersgruppen meinen, da gibt es eigentlich von uns keinen besonderen Ansprechpartner, obwohl es so ist, dass wir feststellen, dass insbesondere jugendliche Frauen und auch ältere Bürger sich für unsere Programmatik interessieren. Das hängt damit zusammen, dass wir wahrscheinlich ein Stück Stabilität ausstrahlen und dass wir zu den konkreten Sachfragen, glaube ich, auch mit am deutlichsten Stellung nehmen. Hoffen Sie denn vorrangig auf, ja, sagen wir mal, Parteimitglieder oder ehemalige Parteimitglieder? Naja, also natürlich hoffen wir schon darauf, dass die Parteimitglieder uns wählen. Das will ich einräumen. Und wir hoffen ferner, dass die Nachdenklichen uns wählen. Die sagen, Vereinigung ja, aber nicht unbesonnen. Nicht durch Anschluss, nicht überstürzt, sondern so, dass die Rechte und Interessen auch der DDR-Bürger dabei gewahrt bleiben. Ich stehe zu meiner Republik jetzt noch, ja, und werde auch für eine wirklich soziale Zukunft meine Kraft einsetzen. Aber unfair finde ich das, dass man doch wirklich von Seiten der BRD, ich will nicht alle nennen, cool angefangen und die ganze Weigel,
muss man denn uns hier so belehren wollen und uns zeigen, was wir machen müssen? Wir sind mündige Bürger. So schlecht sind wir nicht, wie wir vielleicht drüben angesehen werden. Und das stößt mich ab. Können Sie sich vorstellen, die PDS zu wählen? Ja, selbstverständlich. Das ist ja die Partei und dafür gebe ich auch wirklich mein letztes Jahr. Das ist die Partei, die sich jetzt wirklich mit aller Kraft nochmal dafür einsetzt, weil wir so am Boden sind, dass unsere Republik erstmal hochkommt, dass unsere Menschen wieder Vertrauen zur Zukunft kriegen, dass mal eine spätere schrittweise Einheit kommt. Das ist ja selbstverständlich, das wird auch so kommen. Aber wir können doch nicht nur einfach uns hinwerfen und wir sind nicht, wir sind der letzte Dreck, nur nehmt uns. Das haben wir gar nicht nötig, wirklich nicht. Wir haben keine Mutterpartei in der Bundesrepublik. Das heißt, wir sind handlungsfähiger. Wir sind die unabhängigste Partei in der DDR gegenwärtig. Ständig nach Bonn fahren müssen, nicht? Um zu fragen, ja? Hoffentlich muss später nicht die Volkskammer die Reisekosten übernehmen. Also, das brauchen wir nicht. Ich schwöre euch, der Kanzler hat uns keine Wahlunterstützung gewährt, weder finanziell noch in anderer Form. Er hat es auch nicht vor. Im Parteihaus in Jena werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Nur ein kleiner Kreis geladener Wissenschaftler und Künstler soll hier mit dem Parteivorsitzenden diskutieren. In intime Runde gibt man sich ungezwungen. Thüringische Bratwürste dienen der körperlichen Stärkung, der Moral dagegen wird durch plakative Slogans Auftrieb gegeben. Ob allein flotte Sprüche die Partei populärer machen, ist die Frage. Außerhalb der schützenden Parteiatmosphäre sieht die Wirklichkeit für die PDS anders aus. Der Unmut, der auf den Wahlkampfveranstaltungen außen vorbleibt, zeigt sich draußen an abgerissenen und überklebten Wahlplakaten. Wahlkampfveranstaltungen auf offenen Plätzen wie bei anderen Parteien üblich, sind hier im Süden der Republik ein Wagnis. Störungen und Provokationen wären vorprogrammiert. Da geht es der PDS anders als der SPD, die hier in Gera eine Kundgebung für Willy Brandt vorbereitet. 70 Kilometer südöstlich von Gera liegt Karl-Marx-Stadt, das ehemalige Chemnitz. Außer dem monströsen Denkmal hat die Stadt jedoch nichts mit dem Begründer der kommunistischen Theorie zu tun. Auch hier künden zerstörte und überklebte Plakate von der Wut über die PDS. Der Stadtname wurde der Bevölkerung 1953 durch die SED-Regierung aufgezwungen. Chemnitz wurde als Standort wichtiger Industrien 1945 fast vollständig zerstört. Der Name Karl-Marx-Stadt sollte den Neuanfang als sozialistische Modellstadt symbolisieren. Im Zeichen des politischen Umbruchs wollen die Bürger nun den ungeliebten Stadtnamen wieder loswerden. Eine Bürgerinitiative macht sich für die Wiederbelebung von Chemnitz stark. Den Symbolwert dieser Aktion wissen auch die Wahlkämpfer auszunutzen. Auf die Forderung muss die Stadtverwaltung reagieren. Es wird einen Bürgerentscheid geben, demnächst. Und wir werden das Votum unserer Bürger anerkennen. Etwa 40.000 Bürger haben sich bislang schriftlich geäußert, davon 85% für Chemnitz. Montags gehen noch immer viele Karl-Marx-Städter auf die Straße. Zeichen dafür, dass sich nicht alle Probleme so schnell lösen lassen wie die Umbenennung. Mit den grün-weißen Fahnen des Landes Sachsen und dem Banner der Bundesrepublik demonstrieren sie für einen möglichst schnellen Anschluss an den Westen. Der Hass auf das alte SED-Regime sitzt bei diesen Bürgern tief. Die SED-PDS, die hat so ein Verbrechen begangen, das grenzt oder ist gleichzustellen mit den 12 Jahren Hitler-Regime. Und die müssen weg, die dürften gar nicht zugelassen werden als Partei. Da wird man nicht noch einmal so von vorne anfangen und dasselbe Experiment, wie wir 46 bin ich aus der Schule gekommen. Und da haben wir mit Hoffnung angefangen. Und was ist liegen geblieben? Ein Schutthaufen. Und das auf keinen Fall noch mal anfangen. Also wer hier BDS wählt,
Wer die hier BDS wählt, ja, der hat von den 40 ja. Jahren nicht gelernt oder ist bei der Stasi gewesen. Auch wenn die BDS noch über einen Teil des alten SED-Besitzes verfügt, wie zum Beispiel das Parteiorgan Neues Deutschland, musste sie doch einen erheblichen Machtverlust hinnehmen. Im alten SED-Bezirksgebäude sitzen heute auch die anderen Parteien. Im Bezirk Karl-Marx-Stadt schrumpfte die Mitgliederzahl auf ein Viertel. Gehen mussten auch viele der hauptamtlichen Funktionäre. Wie hat sich denn der Parteiapparat verändert? Die Zahl der früher hauptamtlich politischen Mitarbeiter und auch das, also die Infrastruktur, die der Partei zur Verfügung steht? Im Stenogrammstil von dem üblichen oder ursprünglichen Apparat sind noch ganze 15, mittlerweile nur noch 12% existent. Der herkömmliche Apparat hat aufgehört zu existieren. Wir sprechen jetzt von neuen Strukturen, denn in den verbleibenden 12% des Apparates sind größtenteils auch neue Personen eingerückt. Wie versuchen Sie denn hier vor Ort den Vertrauensverlust, den ja die Partei doch erheblich erlitten hat, im Wahlkampf aufzufangen? Es wäre ein vergebliches Unterfangen, diesen Vertrauensverlust aufzuarbeiten, schon gar nicht in der Kürze der Zeit. Ich möchte aber nochmal Bezug nehmen, auf die alte SED wird es keine Renaissance des Vertrauens geben und geben brauchen. Es geht darum, als PDS mit neuer Programmatik, mit neuen Zielen Vertrauen zu gewinnen. Welche Wähler suchen Sie? Wir suchen Wähler dort, wo es zurzeit für uns als Partei aufgrund des Vertrauensverlustes der ehemaligen SED am schwersten ist, Wähler zu gewinnen, nämlich unter den Arbeitern. Dort war ja der Verlust am größten und am schwerwiegendsten. Die bevorstehenden Wahlen sind ein wichtiges Thema in den Betrieben. Im Fritz-Heckert-Kombinat werden Werkzeugmaschinen vorrangig für den Export hergestellt. Nach dem Rückzug der SED aus dem Betrieb gehören die Infotafeln jetzt anderen Parteien. PDS-Werbung ist dort nicht zu finden. Ehemals war etwa ein Viertel der 4000 Belegschaftsmitglieder in der SED. Wie viele es jetzt noch sind, war nicht zu erfahren. Welche Meinung haben Sie zur PDS? Eine Partei wie die anderen auch oder was ganz anderes? Ja, eine Partei wie die andere ist es nicht. Jetzt erstmal abschrecken, würde ich sagen. Weil PDS ja aus der SED hervorgegangen ist. Und was die SED für eine Rolle gespielt hat, weiß eigentlich jeder. Und da ist das PDS erstmal genauso abschreckend. Da beschäftigt sich eigentlich keiner weiter damit, was die jetzt vorhaben. Sollte sich doch mal mit dem Programm irgendwie bekannt machen. Ich habe jetzt mal den Gysi sprechen hören. Das hat eigentlich alles Hand und Fuß, was der sagt. Aber für die meisten, die hören da eben gar nicht erst hin, wenn die PDS hören. Und zu wählen, ich wusste jetzt, bis zum 18. März, ich habe noch keine richtige Vorstellung, was ich wähle. Bei mir war es das zweite Mal vorgestellt, aber es klar, was wir gewählt haben. Aber jetzt wäre es noch nicht so richtig. Wie ist denn hier so die Stimmung unter den Kollegen gegenüber der PDS? Wird da viel geschimpft, wird da drüber diskutiert? Ja, wird eigentlich mehr geschimpft, als wir diskutieren. Die Stimmung ist hier eine sehr negative Stimmung unter den Kollegen, zumindest hier in der Montage, weil auch hier sehr wenige Mitglieder, die überhaupt SED-Mitglieder waren. Und die Kollegen sind über Jahre lang enttäuscht worden und das lässt sich nicht von heute auf morgen abschaffen. Wie das mal aussieht später, das kann man nicht sagen. Das müssen wir machen. Aber die Meinung ist auf alle Fälle so, dass die BDS hier fast keine Chance hat. Würde ich mehr wählen, also die haben uns, kann man sagen, 40 Jahre betrogen, also für mich um 10 Fragen. Die haben zwar jetzt wieder ein gutes Programm, aber also ich würde es persönlich nicht mehr wählen.